Willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Valhalla. Willkommen zurück auf Fast LP. Und willkommen zum doch noch lebenden Oswald, König von East Anglia. Danke, dass du an mich geglaubt hast, Eivor. Ich kenne den Wert einer solchen Geste. All das ist wie ein Traum. Aber du schläfst nicht. Gut gekämpft, sehr gut, ihr beide. Du bist auch hier, alter Freund? Hätte ich gewusst, dass du noch lebst, wäre ich in Norwich geblieben. Seht euch um. Eine glückliche Fügung und ein ruhmreicher Sieg. Und bald wird noch Großartigeres geschehen. Unsere Hochzeit, meine Liebe. Wenn du mich noch willst, natürlich. Wieso sollte ich dich nicht wollen? Ich kämpfte schlecht. Ich schmolz unter der Hitze und Wut dieses Rohlings. Und niemals... Oswald, halt ein. Du hast gekämpft, mit Herz und mit Seele. Das ist alles, was du je tun musst. Dann komm. Wir haben viel vorzubereiten. Eine Braut und ein Königreich erwarten ihn. Was würden einige Männer nicht dafür geben? Zahllose Männer sind dafür gestorben. Und du, Finn? Bist du eifersüchtig? Kaum. Mein Herz brennt, aber mein Körper schmerzt. Ich sehne mich nur nach einem langen Nickerchen. Da hinten sah ich einen Heuhaufen. Später, Eivor. Erst kümmere ich mich um die Verwundeten. Dann sehen wir uns bei der Hochzeit. Ja, das werden wir. Alles klar. Wir zurück nach Elmenham. Oswalds Hochzeit wird bald beginnen. Sehr, sehr gut. Quest abgeschlossen. Hochzeitshörner. Das ist die nächste Quest. Da schauen wir auch mal gleich mal. Können wir sicher eine Schnellreise machen nach Elmenham. Hier Refna Torp. Ist inzwischen grün. Empfohlene Stärke 20. Da sind wir wohl jetzt so weit drüber mit unserer Stufe, dass es als leicht markiert wird. Gut, gut. Und hier haben wir jetzt relativ viel Kampf gemacht. Noch kaum Spähen. Und hier noch ein bisschen Fernkampf. Kritische Chance beim Fernkampf, Fernkampfschaden. Was haben wir hier? Jagdbogen-Kombo. Was haben wir hier? Adrenalin-Dränger. Okay, da komme ich aber noch nicht hin. Muss ich erst hier unten rumgehen. Schleichangriff-Schaden. Achso, dann ist vorbei. Ups. Da komme ich nur hin, hier oben. Ja, Weg des Bären. Machen wir mal hier weiter, dass wir dann hier hochkommen. Gut, dann können wir auch gleich in dem Menü bleiben. Auf die Karte schauen, nach Elmenham. Elmenham ist hier. Da haben wir einen Schnellreisepunkt am Hafen. Und flups geht's ab nach Elmenham. Denn es erwartet uns die Hochzeit von König Oswald und seiner guten Frau. Also dann Frau. Und genau, der sollen wir beiwohnen. Und ich denke mal, wenn die Quest durch ist, wenn die Hochzeit abgeschlossen ist, dann war es auch das mit der Saga. Und wir haben mit Oswald einen weiteren neuen Verbündeten gewonnen für unseren Rabenclan. Und die Vorbereitungen laufen mit voller Kraft. Unser Heimatdorf Refna Torp, auch schön mit Blumen. Das gefällt mir. Haben sie schön gemacht hier. Dann flitzen wir mal in Richtung Oswald, der ist irgendwo da hinten. In der Kirche natürlich. Ein schönes und angemessenes Fest, mein Herr. Da ist er ja. Möge das Mahl ein gutes Zeichen für East Englas Zukunft sein. Eivor, ich bin so froh, dass du da bist. Hi. Das sieht dir ähnlich, einen König auf seiner Hochzeit warten zu lassen. Immerhin bin ich gekommen. Ein Teil von mir war schon besorgt. Ich versprach, deine Krönung zu sehen. Und da wären wir. Ohne dich wäre ich tot. Und eine weitere Hoffnung für East Anglia vergeben. Gut siehst du aus, Oswald. Wie ein Mann, der gleich eine stärkere Frau ehelicht. Wirklich? Ich bin nämlich äußerst nervös.
Von allen Schlachten, die ein Mann schlagen kann, ist die gegen ihn selbst die schwierigste. Schick, schick. Brody und Bruder sind auch mit am Start. Das sind natürlich die Brüder. Klar sind die mit dabei bei der Hochzeit. Hiermit erkläre ich euch zu Mann und Frau. Und fortan tragt ihr diese Namen. Oswald von Elmenham, erster seines Namens. Rechtmäßiger König von East Engla und Lady Valdis. Seele, Schwert und Schönheit dieser Lande. Oswald und Valdis zusammen. Oswaldis sozusagen. Sehr gut. Oh, gibt's da ein bisschen Party auf der Hochzeit? Du hast es geschafft, Statthalter. Nun sitzt ein König auf dem Thron East Englas. Du bist auch ein Teil dieses Liedes. Das haben wir zusammen erreicht. Nun kannst du weiter träumen. Von Feuer und Helheim. Irgendwann bin ich vom Weg abgekommen. Ich weiß nicht wann. Ich will nicht hier sein, das wollte ich nie. Dies war Halfdans Traum. Er befahl mir, ihn wahr werden zu lassen. In meinen Träumen bin ich auf dem Meer. Weißt du noch? Den Wind im Bart, Salz auf den Lippen. Nach diesem Leben sehne ich mich. Ob ich es finde oder nicht, das wird die Zeit zeigen. Bis dahin lass uns fressen und saufen und die Schmerzen vergessen. Genieße die Feierlichkeiten. Klar machen wir das. Ach, Trinkherausforderung. Wolfsmal, sieh da, meine Krüge. Da stehen sie. Auf diese Entfernung nicht kaputt zu kriegen, oder? Doch, sicherlich, Brodir. Wenn meine Waffen sie bitten, brechen sie. Selbst nach so viel Met, wenn es dir gelingt, erhältst du eine Belohnung. Bogenschieß-Herausforderung. Halt die Augen lang genug offen, damit du mir zusehen kannst. Du bist offene Laus. Oh oh, mit Meteinfluss Bogenschießen? Na dann schauen wir mal. Er stürmte Castell hoch, zwang Rüd in die Knie und ließ ihn von Oswald vor Gericht bringen? Ich konnte meinen Ohren auch kaum trauen. Oswald wollte es so. Ja, genau so. Eine leichte Aufgabe für das Wolfsmal, so wie alles. Puh. Kaum eine Herausforderung. Ganz schön gewackelt, der Eivor. Beeindruckend, beeindruckend. Hier, wie versprochen. Nun hab Spaß beim Fest. Ja, danke.
50 Silber, das nehme ich auch gerne mit. Ist immer toll angetrunken. So, nächste Feierlichkeit ist da vorne. Ist dann der andere Bruder am Start. Skoll, Eivor, ja. Lass uns trinken. Und eine Trinkherausforderung. Ja, klasse. Da ist kein Ale in deiner Hand. Lass uns das Problem lösen. Ja, das machen wir. Es erfordert schon einen ganz besonderen Schneid zu trinken, bevor es der neue König tut. Ja, ein Schneid wie den deinen. Auf Odin und seine Ruhmestaten und den neuen König von East Engla. Möge seine Herrschaft lang und gut sein. Die haben beide keine Krüge in der Hand. Scheint mir ein bisschen buggy zu sein. Ich wette, du könntest nicht mehr trinken als ich, selbst wenn du wolltest. Du hast schon verloren. Trotzdem eine Herausforderung. Was sagst du? Ja, ich meine, wenn wir beide ohne Krug in der Hand trinken, so wie es gerade angezeigt wird, dann kein Problem. Aber wir nehmen es auch gerne jetzt mit ihm auf. Ich tränke dich unter den Tisch. Selbstsicher, was? Mal sehen, was du gegen das Alebeast aus East Engla ausrichten kannst. Schauen wir mal. Und wir machen es spannend. Bist du auch so frech, wenn du Silber setzen musst? Was meinst du? Ich nehme an. So, dann mal volle Konzentration. Das ging gut. Sind ganz knapp vorne, ganz knapp. Mist. Puh, ganz knapp, aber wir haben es geschafft. Das Ale hier ist stark. Haben gewonnen. Aber ich bin stärker. Ahaha. Ja, stärker als ich. Du trinkst so gut wie Waldes. Nun, dafür würde ich zahlen, um das zu sehen. Wo wir vom Zahlen sprechen, wo ist mein Silber? Sodela. Ja, wohl verdient, Wolfsmal. So sieht's nämlich aus, her mit dem Silber. So, genießt die Feierlichkeiten. Hol Finn vom Dach runter. Finn, was machst du da? Oh, hier können wir noch essen. Hätte ich jetzt erst Finn runterholen sollen. Eber steht für Fruchtbarkeit. Hast du das gewusst? So wie Frey, worauf willst du hinaus? Du beeindruckst mich, Eivor. Deine Weisheit in der Schlacht. Deine Willensstärke, deine vielen Fähigkeiten. Und doch frage ich mich, ob ich eine Fähigkeit besitze, mit der ich dich beeindrucken könnte. Auch ein Narr kann andere etwas lehren, selbst wenn er sich dessen gar nicht bewusst ist. Ja, ja. Aber ich könnte dir zeigen, wie man meinen Knüppel führt. Ah ja. Der will jetzt hier eine Romanze anfangen. Wir sagen ihm mal, er soll hier nochmal ein Met nehmen. Nimm dir noch ein Horn Met, Bruder. Er wurde wohl mit Klee und Himbeeren gebraut. Hast du gehört, was ich... ja, der ist gut. Nur weiter so. Moment, hast du gehört? Hat mein Bruder mich gerufen? Ich glaube, ja, ich sollte gehen. Okay, gut. Wurden wir mal kleine ein bisschen angebaggert. Aber das ist jetzt nicht der richtige Partner für Eivor. So, dann holen wir mal den Finn vom Dach runter. Kollege, was ist denn los mit dir?
habe wieder vom Ruhm gekostet. Und der schmeckt gut. Die sagen gern, dass er unergründlich ist. Sieh, der Mond. Jetzt ist er unbesorgt. Doch eines Tages wird er von einem riesigen Wolf verschlungen und die Nacht wird auf ewig schwarz sein. Geht es dir gut? Ich habe endlich wieder Ruhm geschmeckt. Und er war köstlich. Freut mich zu hören, dann... Ich fühlte mich immer wie Sköll oder Ati. Ständig auf der Jagd, um Halfdans Wünsche zu erfüllen. Doch nun habe ich Sonne und Mond gefangen. Ich hab sie und nun... Ich weiß nicht. Du kannst sie gehen lassen. Segle an neue Ufer. Mein Langschiff ist in Walhall. Oder hast du unser kleines Feuerchen vergessen? Ah ja. Das hat ja gut funktioniert. Bring mich wieder auf festen Boden. Irgendwie dreht sich alles. Ach echt? Kommt schon mal vor. So, wir tragen ihn mal. Und wie holen wir jetzt hier runter? Du bist sehr stark. Du bist sehr groß. Ah, hier rüber. Okay. Da kommen wir runter. Hüpf. Klatsch. Da liegt er auf dem Boden, der Finn. Es tut mir leid, Eivor. Ich hatte einen letzten Ruhmesmoment. Ich sollte glücklich sein. Ich bin glücklich. Danke. Es war noch nicht der letzte. Nicht der letzte. Genug von Spaß und Spielen. Ich sehe nach, wie es Oswald geht. Gut. So viel dazu, dann haben wir das auch erledigt. Dann sprechen wir mal mit Oswald. Eivor, ich werde gleich zu unseren Gästen sprechen. Du sollst auch dabei sein. Bisher war es eine angemessene Feier. Und hattest du schon genug Spaß? Ich bin bereit für deine Rede ans Königreich. Gut, komm. Komm mit mir. Freunde, verehrte Gäste, wir haben schwere Zeiten durchgestanden. Für uns schien es nur Verlust und Leid zu geben. Und doch ist es nicht der Krieg, der uns eint, sondern das Mitgefühl. Mögen wir stets das Mitgefühl vorziehen, selbst wenn der Feind diese Tugend ablehnt. Meinen dänischen Freunden und Nachbarn spreche ich meinen Dank für ihre Tapferkeit während unseres gemeinsamen Kampfes aus. Und meinen Mitchristen wünsche ich, dass wir weiterhin als Beispiele für die Gnade Gottes stehen, als Lichter im Dunkeln. Ich sehe East Englas Zukunft vor mir. Genau hier. In euch allen. Egal ob Dänen oder Sachsen. Auf unsere Zukunft. Deine Beleidigungen sind immer noch schwach. Aber Mut hat dieser König. Und auf Eivor, ohne den nichts von alledem möglich wäre. Im Namen East Englas möge dieser Ring für unser Bündnis mit dem Rabenclan stehen und für alles, was sie für uns getan haben. Hast du noch ein paar weise Worte für uns? Auf den guten König! Oswald! Skål! Auf Oswald! Skål! 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 So, liebe Leute, und jetzt beginnt das Hochzeitsrennen. Denkt daran, das Brautpaar muss auf jeden Fall gewinnen. Alles klar. Seid ruhig und macht euch bereit für das Hochzeitsrennen. Der König und die Braut gegen alle anderen. Mein König. Oh, oh. Die Schafe, die mich bewachen sollten, wurden geschoren. Oswald! König der Schafficker, zeig dein Gesicht! Ich fordere dich. Ich nehme an. Oh oh. Wir bieten ihm nochmal an, in seinem Namen zu kämpfen. Oswald ist König. Und ein König braucht einen Recken. Ich werde für ihn kämpfen. Er forderte mich heraus. Du hast einen noch härteren Kampf vor dir, Herr.
Du musst East Engla wieder aufbauen. Und ein toter König kann seinen Eid nicht halten. Lass mich das beenden. Oswald, du feiges Sachsenschwein! Ich töte das Wolfsmaul und häng dich an deiner eigenen Zunge auf! So, dann beseitigen wir ihn jetzt. Das mit dem Normal von Gerichtsstellen hat ja nicht funktioniert. Also machen wir ihm jetzt so den Gar aus, dem Rüd. Ich wollte jetzt nicht riskieren, dass Oswald noch drauf geht hier an seinem Hochzeitstag. Das wäre ein bisschen blöd. Geschafft. So. Das war's mit Rüd. Aber K.O. oder tot? Er lebt, glaube ich, noch. Ne, er lebt nicht mehr. Ich wünschte, es wäre nicht so weit gekommen. So viel Zorn, so viel Tod. Doch leider ist es so gekommen. Du verlässt uns? Das sollte ich. Dein Hochzeitstag verdient Ruhe und Frieden. Beides kann ich heute nicht bieten. Eivor, East Engla steht in deiner Schuld. Ich versprach dir ein Bündnis. Und nun sollst du es haben. Eines Tages werde ich dieses Bündnis in Anspruch nehmen. Alles klar. Sehr gut. Damit haben wir das Bündnis mit Oswald erledigt. Ich sollte Finn suchen, mich verabschieden, bevor ich gehe. Ja, auf jeden Fall. Das machen wir. Der gute Finn, der Statthalter, den wir ganz gut kennengelernt haben, jetzt während den ganzen Quests auf unserem Ziel, Oswald hier als König zu etablieren in East Engla. Oh, wir sprechen erstmal noch kurz mit Valdis. Wenn wir schon mal da sind. Valdis! Kannst du nicht noch etwas bleiben, Eivor? Ich sollte gehen. Meine Rabenschar erwartet meine Rückkehr. Ich verstehe. Mach's gut, Valdis. Du hast gut gekämpft und einen würdigen König gefunden. Das habe ich wohl. Alles Gute, Eivor. Ja. Die ist einfach nett, die Valdis. So. Mit Oswald wollen wir nicht sprechen, mit Finn wollen wir sprechen. Finn, was geht? Ah, sei gegrüßt, Eivor! Du verpasst die Feierlichkeiten. Ich habe genug. Sie sind ebenso für dich wie für Oswald. Ich war ein gebrochener Mann, Eivor. Vor all dem dachte ich, ich sterbe als müder alter Versager. Doch nun brennt mein Herz wieder mit neuem Feuer. Ich will laut leben und laut sterben. Ruhm schert sich nicht ums Alter, Finn. Segle mit mir. Mein Schiff kann weise Köpfe und starke Äxte immer gebrauchen. Gemeinsam? Gemeinsam. Ich packe meine Sachen. Sehr, sehr gut. Der nächste Verbündete für den Rabenclan. Jomsvikinger angeheuert. Finn. So, lass mich raten. Erstatte Rand wie Bericht. Quest abgeschlossen. Hochzeitshörner. Mir scheint, der Wind ruft mich zurück zu Randvi. Ich bringe ihr besser die Vorurkunde. So sieht's aus. Lagebericht zu East Engla. Erstatte Randvi-Bericht. Da gehen wir erstmal kurz hier ins Menü. Und reisen zurück nach Refnatorp. Hier ist Julfest. Koste von dem Trank. Einiges an Quests in Refnatorp am Start. Aber dazu müssen wir erstmal hinreisen. Das ist das Erste, was wir machen. Und dann schauen wir mal im Jomsvikinger-Menü noch vorbei. Da können wir nämlich noch unseren Raubzugstrupp zusammenstellen. Da wollte ich mal noch reinschauen. Na,
nach dem Ladebildschirm dann. Ladebildschirm, Ladebildschirm. Kleines bisschen Ladebildschirm. Dauert ein bisschen. Und da sind wir auch schon. Zurück in unserer neuen Heimat hier in Englerland. In Refnatorp im Dorf der Raben. Und hier ist es Winter geworden und Norbert, das die Siedlung sieht recht festlich aus. Julfest das steht an. Das Julfest hat begonnen. Es ist Mittwinter, Eivor. Zeit zu trinken, zu kämpfen und sich in der Hoffnung auf reiche Ernte zu messen. Jolnir, der Julgott, lächelt uns zu. Die Tage werden bald wieder länger, Drengar. Bald bricht die wundersame Zeit der Wiedergeburt an. Und das warst alles du? Mitnichten. Bei einem Erkundungsauftrag trafen Sunifa und ich auf eine Gruppe. Nun, wir nennen sie Zecher. Sie haben das meiste gemacht. Sunifa besetzt den Faustkampfwettbewerb. Alles nur zum Spaß natürlich. Derweil habe ich meinen eigenen Laden aufgemacht. Statt Silber benutzen wir etwas, das wir Julmarken nennen. Die habe ich selbst gemacht. Sie wirken durchaus selbstgemacht. Danke, ja. Also bevor wir unsere Feierlichkeiten beginnen, müssen die Brauerei und der Viehhof für das Julfest vorbereitet werden. Und das soll ich machen, nehme ich an. Ganz genau. Und weil ich dich so gern habe, nimm ein paar Julmarken. Ich erwarte dich dann später auf dem Fest. Also können wir hier ein paar Events machen, kriegen dann Julmarken und damit können wir uns dann Belohnungen beschaffen. 15 Julmarken. Teklas Brauerei ist noch nicht gebaut. Das sollte ich vor dem Fest erledigen. Genau. Um das Gehöft für das Fest vorzubereiten, werde ich wohl den Viehhof bauen müssen. Da gibt es also einiges zu tun. Das können wir uns alles in der nächsten Folge anschauen. Ich wollte eigentlich ja noch zum Joms-Wikinger-Menü. Da muss ich kurz mal runter an den Fluss. Das machen wir noch ganz kurz. Hier haben wir irgendwo die Jungswikinger-Stelle. Hier. Viel Ehre erwartet jene, die an deiner Seite kämpfen, Eivor. Okay, da könnten wir einen weiteren anheuern, der ist Rang 1. Ich bin hier, falls du wiederkommst. Aber das will ich jetzt erstmal nicht machen. Ich will erstmal kurz schauen. Hier drin ist das Jungswikinger-Menü, oder? Finn, willkommen in unserem Heim. Mögest du hier einen zweiten Wind finden, der deine Segel füllt und dich über die Meere und wieder zurückträgt. Dieses Bild werde ich im Kopf behalten, Wolfsmal. Ich freue mich, mit an Bord zu sein. Na, der chillt hier. Und da ist unser anderer Jungswikinger, den wir haben. Und hier haben wir noch einen Brief, den wir lesen können. Könnt ihr gerne lesen. Wo kann ich denn jetzt hier... Man kann doch irgendwo entscheiden, welche Jomsvikinger man dabei hat oder nicht. Hier ist nur Verzierung. Setz dich doch. Lass uns spielen. Da können wir spielen. Eivor! Unsere Krieger haben nun einen Ort, um zu üben und auszuruhen. Eine stattliche Unterkunft. Wenn das bekannt wird, sollte es viele Jomsvikinger anlocken, die mit uns kämpfen. Da fällt mir ein paar deiner Krieger scharren schon mit den Hufen, dass du einen Stellvertreter wählst. Du solltest dich entscheiden. Alles klar. So. Jomsvikinger. Oath, der Beschützer. Den können wir konfigurieren. Den können wir auch als Rabenclan ausrüsten oder in anderen Sachen. Ich lasse es jetzt einfach mal so wie es ist. Was können wir hier noch machen? Ach, einen Helm. Gut, dann hat er jetzt noch einen Helm. Wir können auch das Geschlecht ändern, theoretisch. Ich bleib mal bei einem Mann und weise dann den mal zu. Das ist unser Jomsvikinger, der geht jetzt quasi in das Spiel von anderen Leuten und kann da angeheuert werden.
Und dann schauen wir nachher mal noch Oath der Beschützer, neue Jungs-Wikinger erschaffen. Sehr gut. Und dann können wir gleich mal noch ins Menü schauen, ob wir da jetzt noch irgendwas zuweisen können. So, jetzt gehen hier ein paar Kollegen rein. So, ich will hier meine Mannschaft verwalten oder rufe meinen Jungs-Wikinger. Ich möchte meine Krieger neu aufstellen. So. Wir haben Refna Plünderer, Hermut Plünderer, Stain Plünderer, Waltar Plünderer, nochmal Refna und Skadi. Okay. Wir haben Birna und Björn haben wir aber auch schon. Und haben den hier aus der Community bekommen. Das heißt... Okay, die sind alle Plünderer. Aber wir weisen mal Birna zu. Hier weisen wir jetzt Björn zu. Und dann können wir hier eigentlich noch den Kollegen zuweisen. Und Finn haben wir hier drin. Ach doch, da ist er doch. Den habe ich jetzt noch nicht zugewiesen. Birna, Björn. Den aus der Community und jetzt können wir hier noch Finn zuweisen. So, das passt. Du bist versorgt? Also gut, hol mir meinen Hauptmann. Ah, unser eigener Jungs-Wikinger ist quasi der Anführer davon. Okay, und dann können wir die Mannschaft verwalten und andere Jungs-Wikinger aufnehmen. Alles klar, dann war es das jetzt von dieser Folge. Und in der nächsten Folge erstatten wir dann Randvieh-Bericht. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Ciao, Leute.